Bestechen, Betrügen, Belügen. Nicht nur beim Bau der Kölner U-Bahn. Die organisierte Kriminalität macht sich in Deutschland breit und die Politik scheint dagegen ohnmächtig zu sein. Was tun gegen Korruption und Klüngel? Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu dieser Phoenix-Runde. Ja, wo leben wir denn eigentlich? Etwa in einer Bananenrepublik? Die letzten Skandale zumindest legen das fast nahe. Da gibt es also die CDU in Nordrhein-Westfalen, die möchte Geld kassieren für Gesprächstermine mit dem Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers. Die Bundes-FDP nimmt eine Million Geldspende an von einem Hotelier und später gibt es dann ein Gesetz zugunsten der Hotels. Auch merkwürdig. Und in Köln klüngeln von jeher alle Parteien und das ist immer auch jetzt gerade im aktuellen Fall zum Schaden der Bürger. Sind das eigentlich alles Kleinigkeiten oder Kavaliersdelikte? Oder kann und muss man was dagegen tun? Darüber diskutiert heute die folgende Runde. Bei uns ist Professor Hans-Joachim Seelenz. Als Vorstand der Preussag AG weigerte er sich, gefälschte Bilanzen zu unterzeichnen. Heute prangert er Korruption in Justiz, Wirtschaft und Politik an. Dr. Frank Überall, der Journalist und Politologe, stellt fest, korrupte Volksvertreter können in sogenannten Bananenrepubliken leichter strafrechtlich verfolgt werden als in Deutschland. Auch der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Jerzy Montag, fragt immer wieder, warum eigentlich internationale Abkommen gegen Korruption in Deutschland nicht ratifiziert werden. Und bei uns zu Gast ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Dr. Günter Krings, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, wo sich die CDU jetzt eben gerade kurz vor den Wahlen mit einem sehr unangenehmen Sponsoring-Skandal rumschlagen muss. Herr Krings, und damit fangen wir auch gleich an. Die CDU verhökert, so hieß es zumindest in manchen Schlagzeilen, einen Gesprächstermin mit dem Ministerpräsidenten. Ist das Korruption? Da bin ich ja froh, dass das inzwischen wohl aufgeklärt ist, dass es in der Tat solche Gespräche gegen Gegenleistung nicht gegeben hat. Es ist in der Tat so, dass ein Mitarbeiter in einem solchen Brief etwas in der Richtung geschrieben hat. Das ist inzwischen klargestellt. Ich habe mit den Beteiligten gesprochen. Es hat das nie gegeben. Es gab eine Praxis auf Parteitagen, dass man Stände dort mieten kann. Das gibt es bei, ich glaube, fast allen anderen Parteien. Die SPD, das hat sich herausgestellt, macht das sogar direkter. Die hat in der Tat bei ihrem Angebot auch immer wieder konkrete Gesprächsangebote gemacht. Es gab gestaffelt nach der Größe des Standes entsprechende Entgelte. Allerdings war damit nie ein Gespräch verbunden. Da ist etwas Falsches suggeriert worden. Das ist peinlich, es ist ärgerlich, aber es entsprach und entspricht nicht der falsch? Praxis. Es wird ja da auch zitiert aus solchen Flyern, wo dann eben tatsächlich drinsteht, dass man für 14.000 Euro nicht nur einen Stand bekommt, sondern auch noch einen Fototermin mit einem entsprechenden Minister oder für 20.000 Euro, so heißt es da, kriegt man ein sogenanntes Partnerpaket, also das Stand plus ein Einzelgespräch mit Minister und Ministerpräsident. Alles an den Haaren herbeigezogen? Also alles, was da drinsteht, ist unsinnig und auch peinlich, weil es eben nicht hätte geschrieben werden dürfen. Ich habe diese Parteitage ja selber besucht. Ich weiß, wie es abgelaufen ist. Aber es ist zumindest geschrieben worden. Ja, es kommt irgendwo aus der CDU und Nordrhein-Westfalen. Und es hat ein Mitarbeiter wohl versucht, dadurch mehr Akquise zu machen, so ein Verkäufertyp. Das ist nicht in Ordnung. Und insofern sind auch da harte Konsequenzen gezogen worden. Eine härtere Konsequenz, als dass der Generalsekretär dafür seinen Hut genommen hat, wofür ihm jede Achtung gebührt, kann es ja eigentlich gar nicht geben. Sowas kann man auch in solchen Briefen auch nicht leichtfertig, auch nicht missverständlich schreiben. Aber noch einmal, die gängige Praxis und auch das, was passiert ist, war eine andere. Herr Montag, jetzt sind Sie von der Opposition und damit naturgemäß müssen Sie etwas anderes sagen. Trotzdem, glauben Sie, dass es nur die Verfehlung einzelner Personen ist oder steckt dahinter ein System? Also zuallererst gebe ich Herrn Kollegen Krings recht. Ich muss nicht das Gegenteil von ihm sagen, nur weil ich von der Opposition bin. Aber ich sage in diesem Fall bei der Bewertung dieses Vorgangs in aller Vorsicht, weil ich ihn noch nicht abschließend kenne, schon ein bisschen etwas anderes. Es würde mich sehr wundern, also dass es solche Angebote gegeben hat, das haben wir schwarz auf weiß. Ja, also Anmietung eines Standes, den Betrag X und wenn Sie auch noch mit dem Ministerpräsidenten persönlich vertraulich reden wollen, kostet es zwischen 7.000 und 12.000 Euro drauf. Es würde mich sehr wundern, wenn es dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rüttgers nicht gelungen wäre, auch nur ein einziges solches Gespräch zu bekommen. Deswegen glaube ich es noch nicht, dass es dazu nicht gekommen ist. Aber das bedarf sicherlich noch einer Aufklärung. Ob Sie da vollständig informiert sind, weiß ich nicht. Aber ich finde das schon ein dreistes Stück, dass in einer Partei wie der CDU Gespräche mit dem Ministerpräsidenten verkauft werden. Das wirft ein wirklich schlechtes Licht auf die Demokratie, auf uns alle, auf die Politik. Wo kämen wir hin, wenn man Gespräche mit politischen Mandatsträgern, auch mit Ihnen oder mit mir, aber auch mit
Kollegen in der Exekutive, in Regierungen kaufen könnte. So etwas hat es in Deutschland bisher noch nicht gegeben und sowas darf es auch nicht geben. Also müssen wir jetzt sehr aufpassen. Die Staffelung bezog sich auf die Größe der Stände. Also wenn Sie sagen, das Partnerpaket, dann war der Stand auch größer. Jetzt ist es trotzdem in der Tat missverständlich, auch eigentlich nicht entschuldbar geschrieben worden, so wie es auch missverstehen werden musste vielleicht von einigen. Ich sage eigentlich dazu, also es ist ausdrücklich nicht meine Praxis, aber es gibt viele Politiker verschiedener Parteien, die sowas machen wie Fundraising-Dinner. Nicht nur in Amerika, auch in Deutschland. Die sagen, wer bei mir zum Abendessen kommt, zahlt nicht nur den gewöhnlichen Preis eines Abendessens von 100 Euro oder 50 Euro oder wenn man es bescheidener macht, 20 Euro, sondern zahlt 1.000 Euro, 2.000 Euro, um dadurch sozusagen Gelder auch für den Wahlkampf zu bekommen. Das ist gängige Praxis in den Vereinigten Staaten, aber auch bei manchen Politikern in Deutschland. Ich selbst würde das auch nicht machen, weil ich das für problematisch halte. Aber es ist jedenfalls rechtlich nicht zu beanstanden. Überall, wenn man sich mit dem Thema Korruption auch als Politologe beschäftigt hat, ist das, was sich hier andeutet, was offenbar gängige Praxis ist, wenngleich wir jetzt nicht wissen, wie der Einzelfall in Nordrhein-Westfalen nun tatsächlich ist. Ist das Korruption? Fällt es darunter? Es ist noch keine Korruption, aber eine Preisliste zur Erteilung von Aufmerksamkeit ist politikwissenschaftlich natürlich problematisch. Jetzt kann es so sein, dass es nicht so gemeint war, aber trotzdem wird natürlich dieser Eindruck erweckt. Und das Problem ist natürlich als Lobbyist, als jemand, der einem Politiker etwas antragen möchte, eine Idee antragen möchte, beispielsweise für ein Gesetzesvorhaben, da ist es sehr schwierig, wenn man dann sozusagen diesen Zugang erkaufen kann und möglicherweise die konkurrierende Organisation, das konkurrierende Unternehmen diesen Zugang eben mangels Geldmasse nicht erkaufen kann. Nehmen wir beispielsweise eine Industriefirma, die sich das ohne weiteres leisten kann, und dann nehmen wir mal Greenpeace, die sich das nicht leisten können. Das wäre verheerend für die Demokratie, wenn das Bild wäre, was dabei rauskäme. Und letztendlich wäre das wahrscheinlich nicht strafrechtlich, aber zumindest politikwissenschaftlich schon auch als Korruption zu sehen. Ja. Herr Sehnitz, dass sowas überhaupt irgendwie gang und gäbe ist. Ist das ein Beispiel dafür, dass zumindest wir in Deutschland, sagen wir mal, ein korruptionsanfälliges Klima haben oder das als Kavaliersdelikt ansehen? Ich glaube, dass die Rolle der Parteien, und zwar hier hauptsächlich der CDU und der SPD, in den letzten Jahren eine Wendung genommen hat, die für den Staat nicht gut ist. Man muss offensichtlich, das suggeriert ja dieses Angebot der CDU, mit der CDU oder mit dem Ministerpräsidenten Kontakt aufnehmen, um bestimmte Dinge vielleicht zu regeln. Und wie gesagt, ich habe es selber schon mal erlebt. Ich hatte ein Gespräch im Landtag in Düsseldorf mit Herrn Breuer. Und da ging es. Herr Breuer war damals finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, damals noch vor 2005 noch in der Opposition. Und ich sprach ihn an auf bestimmte Dinge, die in der SPD gelaufen waren, die durchaus vor Gericht hätten gezogen werden können. Und dann erklärte er mir, Herr Seelen, Sie müssen sich das so vorstellen: Wir ziehen die Schublade auf und zeigen der SPD, was wir drin haben. Und dann zieht die SPD die Schublade auf und zeigt, was sie über uns drin hat. Und dann schieben wir gemeinsam die Schublade wieder zu. Und dann war es das. Das heißt also, die Parteien haben offensichtlich ihre Rolle völlig missverstanden. Und das, was hier zutage kommt, bei dem Angebot der CDU zeigt mir, dass offensichtlich die Bürger geradezu gezwungen werden, sich der Partei anzudienern, um also bestimmte Dinge vielleicht durchsetzen zu können. Das kann es nicht sein in einer Demokratie. Herr Krings wollte widersprechen. Naja, also ich glaube, erstmal bei dem ernstzunehmenden Thema Korruption sollte man nicht mit Empfindungen oder vielleicht Einzelfällen, die ich ja noch nicht nachprüfen kann, jetzt arbeiten, sondern auch schon mal schauen, wie sieht es in Deutschland aus. Wir haben ein Land, was nach dem internationalen Index, das machen wir gerade, indem wir verschiedene Einzelfälle genau, einfach mal beleuchten. Deutlich oben steht, wir sind unter den 14 besten Ländern, was eben wenig Korruption anbelangt. Und die Parteien spielen natürlich im Staat eine Rolle. Ich bin jetzt seit 7 Jahren im Deutschen Bundestag, davor ehrenamtlich parteipolitisch aktiv. Ich habe nie solche Schubladen aufgezogen oder andere gesehen, die sie mir aufgezogen hätten. Also unsere Arbeit besteht darin, dass wir natürlich auch mit Bürgern sprechen. Und das hängt nicht davon ab, ob da irgendein Stand gemietet wird oder nicht. Wenn da Anliegen da sind, die nicht querulatorischer Art sind, auch die gibt es natürlich, da wird man sich tunlichst von fernhalten, aber alle, die ein ernsthaftes Anliegen haben, die bekommen da einen Gesprächstermin. Dass ein Ministerpräsident weniger von den vielen Anfragen beantworten kann als andere, ist natürlich klar, weil er mehr Anfragen bekommt. Aber ist doch offensichtlich auch so, dass auch Ministerpräsidenten, auch Minister natürlich auch in einer Reihe und ganz viele Gesprächsanfragen positiv beantworten, mit vielen Leuten sprechen. Aber gehen wir doch, Herr Krings, vielleicht nochmal auf eine andere Partei. Vielleicht fällt Ihnen das dann auch ein bisschen leichter, als wenn es in der eigenen Partei Nein, ist. Das, was da bei der FDP passiert ist, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Also da gab es eine Millionenspende von einem Hotelier und anschließend wird da ein Gesetz gemacht, das die Hotels besser stellt. Hat das für Sie nur ein Geschmäckle? Das hat jedenfalls in der Tat ein Geschmäckle, das gebe ich gerne zu.
Aber jetzt eine Kausalität von einer Spende, die vor der Tat einige Zeit zurückliegt, auch von einem Konzern, der ja keineswegs nur Hotels hat, machen zu können, ist eben auch sehr gewagt. Man muss eben auch schon in der Lage sein, in einem Rechtsstaat eben auch die beiden Seiten zu hören. Müsste man denn nicht trotzdem sagen, die Parteien, weil da sind wir jetzt gerade bei dem Thema, müssen da einfach vorsichtiger sein, müssen einfach, sagen wir mal, sensibler sein, ob das nur die CDU in Nordrhein-Westfalen mit Gesprächen oder nicht Gesprächen ist oder die FDP mit Millionenspenden? Also Parteien sollten auch im eigenen Interesse, auch Politiker, sensibel und vorsichtig sein. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass die Praxis von Fundraisings, die es in der Tat bei vielen gibt, quer durch die Parteien, ich bewusst nicht mitmache, weil ich das selbst das schon für problematisch halte. Nicht so sehr, oder eigentlich gar nicht juristisch, aber eher im Sinne von Ethik der Politik. Insofern ist da jeder Einzelne aufgefordert, in der Tat sehr vorsichtig mit so etwas umzugehen, weil es in der Tat, und da will ich nicht nur die CDU verteidigen, sondern insgesamt die Parteien verteidigen, weil eben der Parteienstaat leicht in Verruf geraten kann. Jeder kann dann nachher ein Beispiel zitieren, ein Negativbeispiel, wo ein Kernwahrheit vielleicht dran ist. Und auf einmal ist nicht der handelnde Person, hat er nicht einen Fehler gemacht, sondern das ganze Parteiensystem nicht falsch. Und diese Grundsatzkritik an der Demokratie halte ich eben für sehr, sehr gefährlich. Denn wir haben kein besseres System als ein demokratisches System, was auf Parteien angewiesen ist. Okay, und trotzdem nochmal nachgefragt, weil Sie ja sagen, Sie sind da selbst sensibel und Sie passen auf. Was machen Sie denn jetzt? Also Sie sind ja auch Mitglied in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Was machen Sie denn da? Wie räumen Sie da jetzt auf? Hauen Sie morgen auf den Tisch und sagen, sowas darf nicht passieren? Das ist das Letzte, das müssen wir jetzt aufklären? Also Ihre freundliche Einladung zu der heutigen Sendung verhindert, dass ich heute am Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen teilnehmen kann. Da hätten Sie richtig auf den Tisch gehauen. Gerne, ganz sachlich. Also ich bin niemand, der martialisch da auftreten muss. Sondern hätte man natürlich Aufklärung noch weiter verlangt. Ich habe eben in der Tat mit schon Beteiligten gesprochen, auch da auch schon Auskünfte bekommen. Aber natürlich musste über so etwas gesprochen werden. Das war falsch, was da gelaufen ist. Und jetzt nochmal, es sind sehr harte Konsequenzen gezogen worden. Hendrik Wüst, der an sich eine gute Arbeit als Generalsekretär gemacht hat, hat darüber jetzt seinen Hut genommen. Herr Montag, reicht Ihnen das? Oder die Grünen haben ja schon mal damit geliebäugelt, und man müsste da auch mit dem Parteiengesetz möglicherweise das alles ein bisschen verstrengen. Also, wenn man Konsequenzen ziehen will, dann darf man so etwas nicht als missverständliche Formulierung bezeichnen. Das war es meine Sache. Das war keine missverständliche, sondern eine völlig unmissverständliche. Eine völlig unmissverständliche Formulierung. Ich habe sie ja selber gesehen im Fernsehen, sozusagen im Faksimile. Da stand drin, wer mit Herrn Röttgers reden will, zahlt dafür 7.000 Euro. Nein, die das stand, ist nicht, stand so nicht drin. Doch, stand, aber selbstverständlich. Es waren gestaffelte Standkosten. Für den Stand gab es einen Extrabetrag. Und wenn man dann mit dem Ministerpräsidenten dazu noch reden wollte, im letzten Absatz getrennt davon stand, dass man dafür 7.000 extra auf den Tisch zu legen hat. Also das gehört sozusagen vorneweg dazu, dass man, wenn man aufräumen will, dass man nicht beschönigt. Ich will noch ein Argument noch in die Runde werfen, weil Sie das gesagt haben mit der Definition. Korruption ist nicht nur das, was strafbar ist. Korruption sind auch Verstöße gegen ethische, moralische, in Firmen oder auch in politischen Parteien sich selbst gegebene Regelungen, wenn man bestimmte Vorteile, die man geben kann, weil man eine Machtposition hat, sich gegen private Einkünfte, gegen privaten Zugewinn auszahlen lässt. Und wir wären alle gut beraten, wenn wir auch diese nicht strafbaren Teile in der Korruption bekämpfen würden. Zu Ihrem Herrn Wüst kann ich nur sagen. Herr Mutter, können wir da auch gerade, wenn wir es ein bisschen aufweiten, gleich nochmal drauf kommen. Ich wollte nochmal eben kurz zurück darauf, auf die Frage, ob möglicherweise sich am Parteiengesetz was ändern muss, damit man solche Dinge von vornherein unterbindet. Muss das strenger werden? Ja, wir haben das Parteiengesetz vor einigen Jahren strenger gemacht. Und wir lernen alle durch die Realität, wo es notwendig ist, noch Stellschrauben zu ziehen. Daraus haben wir Grüne jetzt ganz konkret auch mit einem, wie ich finde, vernünftigen und diskutablen Vorschlag im Bundestag reagiert auf diese Millionenspende Mövenpick. Da gibt es natürlich die Situation, wenn man 1 Million spendet und real dann 20 Millionen dafür pro Jahr an Ersparnis kassiert, dann riecht das einfach nach Unsauberkeit. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass man diese Spenden deckeln muss bei einem bestimmten Betrag. Über den kann man reden. Das kann 50.000, das kann 100.000 Euro sein pro Jahr und Person, damit es solche Ausreißer nach oben mit Millionenspenden dann nicht mehr gibt oder zumindest nicht mehr legal. Und auch daraus, was jetzt in Nordrhein-Westfalen passiert, müssen Konsequenzen gezogen werden in der Richtung, dass wir nicht nur die echten Spenden, sondern auch solche
Sponsoring-Einnahmen der Parteien veröffentlichen müssen. Ich bin persönlich nicht für das Verbieten, aber ich bin für Transparenz. Möglichst viel Transparenz, ja, weil dann die Bürgerinnen und Bürger selber entscheiden können, wer hat wofür Geld bekommen. Und ich als politischer Gegner von Ihnen kann Ihnen nur sagen, ich bin dankbar, dass das rausgekommen ist, weil jetzt die Bürgerinnen und Bürger auch unter vielen anderen Fragen darüber entscheiden können bei der Wahl, wollen sie so etwas weiterhaben oder nicht. Gut, lassen wir jetzt den Wahlkampf beiseite. Ich würde ganz gerne, weil wir dieses Thema noch mal einmal von einem Politologen auch in Angriff nehmen, würden Sie sagen, überall, dass es sinnvoll wäre, um sowas zu verhindern, um eine Sensibilität bei den Parteien zu fördern, das Parteiengesetz zu, muss man da noch mal verändern, verbessern? Also was man auf jeden Fall machen muss, ist mehr Öffentlichkeit schaffen. Es kann nicht sein, dass vor allem auch hohe Spenden erst einmal eine ganz lange Zeit geheim bleiben, bis sie letztendlich keinen mehr interessieren. Weil nämlich der Zusammenhang mit einer politischen Entscheidung nicht mehr herzustellen ist. Wann muss man die denn veröffentlichen? Eigentlich sofort. Man muss sie erst bisher in den Jahresberichten veröffentlichen, sodass die werden natürlich dann erst im neuen Jahr nach einigen Monaten erstellt. Insofern haben wir das Problem, dass es in der Tat dann schon ein Zeitpunkt ist, wo man diese Verbindung nicht mehr herstellen kann und auch gar nicht mehr weiß, ist da möglicherweise Politik beeinflusst worden. Und selbst wenn man es herausfinden würde, würde das letztendlich die Öffentlichkeit nicht interessieren. Deswegen muss eigentlich sofort mitgeteilt werden, was gespendet worden ist an größeren Spenden. Ein erster Schritt dahin wurde jetzt vom Bundestagspräsidium gemacht. Das muss konsequent durchgehalten werden. Und wir sehen eben insgesamt, dass auch was die Strafbarkeit angeht, der direkten Abgeordnetenbestechung, wir es hier in Deutschland mit einem Gummiparagrafen zu tun haben. Da ist bisher keine Strafbarkeit eingetreten oder ganz selten nur. Dass Politiker so streng verfolgt werden wie Beamte, haben die Vereinten Nationen längst gefordert. Und Deutschland hat das unterschrieben und setzt es nicht um, seit 6 Jahren. Können wir das gleich noch ein bisschen vertiefen, dieses Thema auch, wenn wir darüber reden, was kann man denn eigentlich machen? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich würde ganz gerne einfach noch mal eben kurz weg von den Parteien, sondern noch mal gucken, was passiert denn sonst eigentlich noch alles in Deutschland? Wir haben jetzt über die legalen Spenden gesprochen. Das, was in Umschlägen unter dem Tisch da wollte ich jetzt gerade drauf kommen, Herr Seenotz, und Sie fragen, weil Sie ja also erstens als Preussag-Vorstand damals tatsächlich eben Bilanzen, die gefälscht waren oder die Sie für gefälscht gehalten haben zumindest, Sie haben die nicht unterschrieben und Sie sagen, da war Korruption an der Tagesordnung. Was haben Sie erlebt? Ich habe auch im Nachhinein erst erlebt, was offen wurde, dass also hochrangige Politiker ganz offensichtlich in einer Art und Weise abhängig gemacht worden waren, dass die Justiz völlig ausgeschaltet war. Dazu muss man wissen, dass in Deutschland die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind. Und das bedeutet, dass der Justizminister des einzelnen Landes die Möglichkeit hat, in die Arbeit der Staatsanwaltschaften einzugreifen. Und dann, wenn bestimmte Politiker in einem Umfeld, in einem vielleicht auch kriminellen Umfeld sichtbar werden, muss erstmal an das Justizministerium rapportiert werden. Und dann wird entschieden, ob in diesem Falle verfolgt wird oder nicht. Das ist die politische Weisungsgebundenheit, die gibt es in Deutschland noch, in Tschechien und in Österreich. Das ist eine, ich sage jetzt mal, Tradition aus der Feudalzeit. Und ist die tatsächlich problematisch? Also verhindert die die Strafverfolgung? Insofern sehr problematisch. Dann, wenn man Politiker abhängig gemacht hat, ist man im Grunde in der Lage, über politisch weisungsgebundene Staatsanwälte die Strafverfolgung zu stoppen. Ich selber habe das erlebt. Ich habe also das, was ich bei der Preussag selbst gesehen habe und auch mit den entsprechenden Dokumenten belegt. Sagen Sie jetzt mal konkret, was da passiert ist. Es sind also 2,5 Milliarden in diesem Falle bei mir in der Bilanz verschoben worden. Und das hatte ich im Rahmen einer Sonderprüfung aufklären wollen. Die Sonderprüfung sollte durch einen zweiten unabhängigen Wirtschaftsprüfer gemacht werden. Das ist gar nicht gemacht worden. Der Erste, der die Fälschung aufgestellt hat, hat dann also auch die Sonderprüfung gemacht. Und das ist eigentlich völlig unvorstellbar in einem Rechtsstaat, aber es ist so gelaufen. Und nachdem ich dann aus der Firma ausgeschieden war, ich habe mich geweigert, bis zum Schluss die Bilanz zu unterschreiben, habe ich sogar noch der Staatsanwaltschaft alles ausgesagt. Die Staatsanwälte saßen mir gegenüber, die hätten auf der Welle ihres eigenen Angstschweißes den Raum schwimmend verlassen können. Weil wenn sie der Sache nachgegangen wären, sie natürlich ganz tief auch in das Umfeld der WestDB eingestiegen wären. Und was dort passiert ist, habe ich jetzt kürzlich erstmal in der gesamten Akte den drei Westalliierten zugeschickt. Frankreich, England und Großbritannien, um sicherzustellen, dass die Dinge zumindest dokumentiert vorliegen und auch entsprechend vielleicht mal später. Das klingt nach James Bond. Selbstverständlich. Ich hatte Polizeischutz zu dem Zeitpunkt, als ich die Bilanz nicht unterschrieben habe. Die Landesregierung damals unter Gerd Schröder
hat also das Umfeld der WestLB für so kriminell gehalten, dass man mir tatsächlich Polizeischutz gegeben hat. Und ich habe mich auch nachher geweigert, die Bilanz zu unterschreiben. Ich habe sie nie unterschrieben, auch nachdem ich aus der Firma ausgeschieden war, obwohl ich mehrfach mehr oder weniger ultimativ aufgefordert worden war, das zu tun. Und Darf ich einmal kurz dazwischen fragen, wenn jemand sich so, sagen wir mal, gegen ein komplettes System, also gegen die Justiz, gegen die Politik, auch gegen die Wirtschaft stellt, dann hat man ganz schnell auch so das Gefühl, das könnte jetzt auch ein Querulant sein. Haben Sie in irgendeiner Form denn Recht bekommen für Ihre Vermutung? Nachdem ich bei der Staatsanwaltschaft Hannover ausgesagt hatte, das war im November 2000, dauert es gut anderthalb Jahre, dann brach die Babcock-Borsig AG zusammen. Und zwar genau wegen der Milliarden, deren wegen ich die Bilanz nicht unterschrieben habe. Das heißt also, wenn die Staatsanwälte nicht gestoppt hätten, sondern einigermaßen korrekt nur gearbeitet hätten, hätte es diesen Konkurs von Babcock Borsig mit 5 Milliarden Euro Finanzschaden und Zehntausenden von Arbeitslosen nicht gegeben. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir in Deutschland sofort die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften abschaffen müssen, damit also in Zukunft tatsächlich frei von politischen Zwängen die Staatsanwälte nur dem Gesetz entsprechend handeln, ihrem Gewissen natürlich auch entsprechend, und sich nicht von irgendwelchen politischen Dingen bremsen lassen. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger übrigens hat vor dem Europäischen Rat im September letzten Jahres noch genau das gefordert. Und das ist die Hauptforderung von mir und auch des Vereins, den ich gegründet habe. Können Sie diese Forderung nachvollziehen? Also sehen Sie das als rechtspolitischer Sprecher auch als Problem an, dass die Justiz weisungsgebunden ist? Also zuallererst zu diesem konkreten Fall kann ich nichts sagen, weil ich ihn nicht kenne. Das lassen wir jetzt auch einfach mal so da. Tut mir leid, das will ich auch nicht kommentieren. Zu der Frage der Weisungsgebundenheit, das ist ein Ärgernis. Obwohl man sagen muss, ich als Strafrechtler und Strafverteidiger habe damit seit Jahrzehnten zu tun, der Nachweis einer konkreten Weisung im Einzelfall zu führen, ist äußerst schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob das oft vorkommt. Aber alleine, dass es diese Möglichkeit gibt, ohne dass es dann gezogen wird, präformiert schon das Verhältnis der Staatsanwaltschaften zu den politischen Instanzen der Justiz, das heißt, oder Innenministerien. Ich würde dafür sein, dass man zumindest die Weisungsgebundenheit im Einzelfall, die es jetzt gibt, dass man die abschafft. Damit würde man die meisten Staatsanwälte im Geiste freier machen und in den seltenen Ausnahmefällen, wo auch so ein Durchgriff getätigt wird, würde man das für unmöglich machen. Das wäre sicherlich ein Gewinn, weil dann die sogenannte objektivste Behörde der Welt auch wirklich objektiver werden könnte. Ja. Das wird ja in der Regel auch nicht schriftlich gemacht. Und es gibt natürlich einen ganz einfachen Trick, solche Dinge auch letztendlich anzuweisen, es nämlich schlicht und ergreifend verjähren zu lassen. Ja, aber wir müssen uns ja mal anschauen, dass Korruptionsdelikte in Deutschland innerhalb von 5 Jahren verjähren. Wer eine falsche Steuerquittung angibt, wird 10 Jahre verfolgt. Und bei Korruptionsdelikten sind es nur 5 Jahre. Das bedeutet also, dass viele, die sich der Korruption eigentlich schuldig gemacht hätten, nicht verurteilt werden können und dann nur verurteilt werden, weil sie letztendlich das Schmiergeld, das sie erhalten haben, nicht versteuert haben. Weil das geht 10 Jahre lang zurück und Korruptionsdelikte verjähren viel zu früh. Aber das ist natürlich sehr unterschiedliche Sachverhalte jetzt. Also man kann natürlich nicht es erreichen durch Manipulation in Staatsanwaltschaften, dass jetzt Dinge 5 Jahre liegen gelassen werden. Also wir müssen auch aufpassen und soweit gehe ich erstmal mit Herrn Montag. Entschuldigung, kann man nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es nicht nur um die 5 Jahre, sondern es kann dazu führen, dass es überhaupt nicht aufs Tapet kommt. Ja, das war jetzt gerade das Argument von überall, weil ich gerade versucht habe, etwas zu entkräften oder zu relativieren. Ich gehe mit Herrn Montag d'accord, dass ich sozusagen zu Ihrem konkreten Fall und zu dessen Aufarbeitung jetzt nicht sagen kann. Aber man muss jetzt wirklich sehr aufpassen, dass wir kein Zerrbild der Staatsanwaltschaften hier in Deutschland zeichnen. Wir haben gut funktionierende Staatsanwälte. Ich kenne viele auch persönlich. Ich habe nicht den Eindruck, dass die ständig vor Angst, Angst vor Weisungen haben. Auch die Zahl der Weisungen ist praktisch gleich null. Jedenfalls sagen wir auch in Gesprächen Betroffene von beiden Seiten, sowohl der politischen als der anderen Seite, es gibt diese Fälle nicht. Und wenn es dann im Einzelfall Einflussnahmeversuche gibt, das führt verdammt schnell in Deutschland zum Rücktritt eines Ministers. Für relativ geringe Fälle sind auch schon Minister für solche Geschichten, Einflussnahme auf Behörden, zurückgetreten. Dass die theoretische Möglichkeit gibt, hat auch damit zu tun, dass Behörden in Deutschland auch demokratisch legitimiert sein müssen. Wir haben eben die Gerichte in ihrer Besonderheit, die müssen unabhängig sein, das sind sie auch.
Aber wir haben natürlich Staatsanwaltschaften, die Teil des Staatsaufbaus sind. Auch die können sozusagen sich nicht selbst ergänzen. Und auch die müssen in einem Behördenaufbau auch demokratisch verantwortlich über den Justizminister da sein. Wenn eine Staatsanwaltschaft beispielsweise seine Befugnisse überschreitet, kann das auch zum Rücktritt des Justizministers führen. Also insofern gibt es auch eine politische Haftung, die wichtig ist. Und wer das einschränken will, hat, glaube ich, ein Problem mit dem Demokratieprinzip in der Verfassung. Okay, darf ich es nochmal einmal kurz konkret nachfragen? Im gegenteiligen Fall auch. Sie haben eben dargestellt, da gibt es Bevorrechtigungen für Politiker. Also es ist natürlich eher der andere Fall, den wir erleben. Erinnern sich an den Fall von Ronald Bofalla, jetzt Kanzleramtsminister, der als Politiker aussortiert worden ist von Staatsanwälten und ungerechtfertigtermaßen einer Steuerermittlung zum Opfer gefallen ist. Da ist sozusagen eher das Gegenteil passiert. Insofern kann man sich für beide Seiten immer Einzelfälle vorhalten, aber wir sollten den Blick nicht dafür verschließen, dass wir in Deutschland gut funktionierende Staatsanwaltschaften haben. Darf ich noch mal einmal kurz konkret nachfragen, weil Herr Montag und Herr Sehnes ja auch gesagt haben, also Frau Leuthäuser-Schnarrenberger offensichtlich hat die Vorstellung, dass man möglicherweise über die Weisungsgebundenheit von Staatsanwälten nachdenkt. Das würde die Union ablehnen. Also ich kann mir nicht vorstellen, was das bringt. Auch Herr Montag war ja sehr zurückhaltend in der Bewertung, weil er sagt, es gibt da kaum Fälle, die man kennt oder die man auch nur indirekt auch nachweisen will oder kann. Es gibt sozusagen diese Praxis von ständigen Weisungen eben in der Praxis nicht. Und aus dem Grunde sehe ich hier an der Stelle keine Notwendigkeit. Was wichtig ist, dass wir unabhängige Gerichte haben und wir haben auch so Dinge wie Klageerzwingungsverfahren. Auch der einzelne Geschädigte kann natürlich, auch wenn der Staatsanwalt meint, das ist jetzt hier keine Anklage wert, diese Anklage herbeiführen. Also wir haben ein ausgeprägtes rechtsstaatliches System an der Stelle. Erlauben Sie einen Einwand? Das ist nicht richtig. Mit dem können Sie sich dann einer vielleicht... Einer nach dem anderen. Bei zwei Einwänden haben wir... Ja. Herr Seelens hätte vorher angefangen. Herr Grings, was die Justiz angeht, auch die Gerichte, hat auch Frau Leuthäuser-Schnarrenberger bei ihrer Rede im August 2009 darauf hingewiesen, dass eben die Ausstattung der deutschen Gerichte nicht besonders gut ist und dass das also ein Anlass sein könnte für Korruption. Das ist das Wort, die Wortwahl, die dort in dem EU-Bericht drin steht. Und dass wir natürlich in Deutschland auch keine extrem unabhängige Justiz haben, auch was die Gerichte angeht. Das ergibt sich schon aus der Vergangenheit heraus. Der Adolf Leonhard, Justizminister, kennen Sie sicherlich auch in Preußen von 1869. Nicht mehr kennengelernt, leider. Ja. War auch von meiner Zeit. Er hat damals gesagt, solange ich die Richter befördere, interessiert mich gar nicht deren sogenannte Unabhängigkeit. Ja. Von damals. Das heißt also, oder ich gestehe sie ihnen gerne zu, das war seine Wortwahl damals. Und was die Staatsanwaltschaften angeht, fordert der Deutsche Richterbund, der ja nun in diesen Themen drin ist, der auch wahrscheinlich die Telefonate hört, nicht nur die schriftlichen Anweisungen am Montag, sondern auch eben Anweisungen, die jetzt übers Telefon kommen oder direkt vielleicht übermittelt werden. Der Deutsche Richterbund fordert eine sofortige Aufhebung dieser Weisungsgebundenheit und hat eine durchaus dramatische Vokabel da ins Spiel gebracht. Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes jetzt, Herr Christoph Frank, ist gefragt worden von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Herr Frank, können Sie sich vorstellen, dass Regierungskriminalität in Deutschland besser aufgeklärt würde, wenn es die Weisungsgebundenheit nicht gäbe? Regierungskriminalität war die Frage. Und da hat er gesagt, ja, das ist sicherlich so. Das belegen Beispiele aus Ländern, wo es diese Weisungsgebundenheit nicht gibt. Ja. Das ist der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes. Dazu passt mein Einwand. Ja. Ich wollte ganz gerne einen Anwand den Kollegen Grings entgegenhalten, damit das nochmal klargestellt wird. Die Weisungen werden natürlich, wenn sie erteilt werden, nicht schriftlich und in die Akte des Verfahrens, sondern entweder schriftlich in die Handakte oder mündlich telefonisch gemacht. Aber viel schlimmer ist folgende Situation. Fast alle diese Prozesse, diese Ermittlungsverfahren sind von der Bedeutung, dass sie Berichtssachen sind. Das heißt, der Staatsanwalt ist verpflichtet, alle 3 Monate einen Bericht zu schreiben an die politische Instanz über den Fortgang des Verfahrens und die Auseinandersetzung. Daraus entsteht eine Gesamtsituation der Unfreiheit bei der Entscheidung, was tue ich, beantrage ich einen Haftbefehl, soll eine Hausdurchsuchung stattfinden. Und manchmal erwischen wir einen Zipfel dieser Realität. Erinnern Sie sich, Ermittlungsverfahren in Augsburg vor einigen Jahren, wo die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl und Hausdurchsuchung erreichen wollte im politischen Umfeld der CSU. Die Sache ist 48 Stunden zurückgehalten worden und danach waren bestimmte Festnahmen, siehe Pfalz, nicht mehr möglich. Und der Staatsanwalt, der damit zu tun hatte, Herr Müller,
jetzt Richter am OLG München, hat dann in einem Untersuchungsausschuss bei uns in Berlin ausgesagt, welche Atmosphäre da herrschte, welche Situation war und wie das subkutan gelaufen ist mit dieser Regelung. Und deswegen nochmal mein Vorschlag, dass wir diese einzelfallbezogene Weisungsgebundenheit abschaffen. Sie sagen ja selber, dass das äußerst selten vorkommt. Das würde aber in der Atmosphäre der Arbeit der Staatsanwaltschaften wie ein Befreiungsschlag wirken. Da könnten Sie sich wirklich dazu durchringen. Also ich glaube, da sind die Argumente die Fälle, jetzt ausgetauscht. Ein Punkt vielleicht noch lange, sozusagen die Fälle gegeneinander vorhalten. Es gibt sozusagen den Fall, den ich eben geschildert habe, wo jemand, weil er Politiker war, ungerechtfertigt gegen ihn ermittelt worden ist. Es geht jetzt auch mehr, das haben wir ja gesagt, um ein Klima. Genau. Ich würde sagen, da ist wirklich die Forderung, haben wir jetzt auch gehört, auch argumentativ untermauert. Wir haben auch Ihre Replik untermauert. Aber überall hatte ja eben schon gesagt und verwiesen auf diese UN-Konvention, die in Deutschland zwar ratifiziert ist, aber nie umgesetzt wird, also die zur Korruptionsbekämpfung da ist. Was steht da genau drin? Da steht beispielsweise drin, dass Politiker als Amtsträger zu sehen sind, also rechtlich in ähnlich scharfer Art und Weise verfolgt werden sollen im Strafrecht wie Beamte. Das ist in Deutschland unterschrieben worden von der damaligen Justizministerin Zypris. Es ist aber nie umgesetzt worden. 6 Jahre lang passiert da gar nichts. Und wir erheben uns über Bananenrepubliken, die irgendwelche Weisungen der Vereinten Nationen oder Vereinbarungen der Vereinten Nationen nicht umsetzen. Und auf der anderen Seite setzen wir hier auch nicht um, wollen da kein neues Recht schaffen. Das ist natürlich manchmal so ein Stück weit, dass die Frösche den Teich ausheben sollen. Wenn Politiker alleine darüber entscheiden, ob sie sich strengere Regeln geben oder nicht, kann man den Eindruck gewinnen, dass Sie da kein großes Interesse dran haben. Herr Krings motzt schon. Also die motze nicht, sondern ich stelle einfach fest, erstmal die Länder, die da ratifiziert haben, wenn man die mal so anguckt, diese Liste von teilweise von auch fast Terrorstaaten ähnlichen Ländern, das sind nicht die Länder, die bessere demokratische oder rechtsstaatliche Systeme haben. Aber zum Zweiten, mehr müsste man doch dann eigentlich sagen, hätten wir sie ratifizieren sollen. Wir haben § 108 in der Regierung Helmut Kohl eingeführt, Abgeordnetenbestechung, es ist strafbar in Deutschland. Was wir nicht gemacht haben, ist, Abgeordnete exakt so zu behandeln wie Beamte. Und dagegen bin ich auch. Ein Abgeordneter ist eben kein Beamter, hat einen nicht so konkret definierbaren Pflichtenkreis wie ein Beamter. Ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin dagegen, dass sich beispielsweise der Abgeordnete aus Rüsselsheim dafür einsetzen kann, dass man ihm das verbieten will, sich dafür einzusetzen, dass das Opelwerk in Rüsselsheim erhalten bleibt, möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben, nur weil er vielleicht ein paar Jahre vorher mal Spenden vom DGB angenommen hat. Das ist möglich. Man darf sich als Abgeordneter, soll sich sogar auch für seinen Wahlkreis einsetzen. Das ist was ganz anderes als ein Beamter. Der hat ganz neutral nach Recht und Gesetz zu agieren und keine besonderen Wahlkreisinteressen zu vertreten. Das ist etwas anderes, Beamte und Politiker. Für eine strenge Haftung bin ich ja, aber nicht für eine identische. Bevor wir, Herr Montag, ja, eine Sekunde. Ich muss eine Zwischenfrage stellen, weil ich komme darauf zurück, ganz bestimmt. Überall. Was ist denn der Unterschied strafrechtlich jetzt, ob da ein Politiker plötzlich Amtsträger ist oder nicht? In der Tat wird man es nicht eins zu eins übertragen können, weil der Beamte darf keinerlei Vorteil annehmen, also auch nicht, wenn gar nichts an Dienstleistung entgegensteht. Aber das Problem an der Abgeordnetenbestechung ist ja, Sie haben das eingeführt, das ist gut, es nützt nur nichts. Es ist ein Gummiparagraf, der so gut wie gar nicht... Es gab mehrere Vorteile. Aber hätte das denn strafrechtlich noch mal eine Relevanz? Also müsste ein Politiker höhere Strafen fürchten, wenn er als Amtsträger gelte? Ja, er muss höhere Strafen fürchten und er muss auch eine niedrigere Schwelle fürchten, ab wann schon ermittelt wird. Ich finde es mal richtig. Ja, also wenn Sie erlauben, würde ich gerne, nachdem es ein Thema ist, mit dem ich mich seit Jahren beschäftige, brennt es mich, in einigen Worten dazu klar zu sagen. Also die UNO-Resolution zur Bekämpfung der Korruption stammt aus dem Jahre 1999. Und wir haben sie unterschrieben. Wir haben sie nicht ratifiziert. Wir können sie nicht ratifizieren. Das heißt, der Bundestag kann dazu kein Gesetz machen, weil sich eine Mehrheit dafür immer noch nicht findet, weil wir die Anforderungen dieser UNO-Konvention, von denen wir im Ausland als Deutsche sagen, die ist wunderbar und richtig, bei uns zu Hause nicht umsetzen. Es haben bereits 141 Staaten diese UNO-Resolution ratifiziert. Und darunter sind nicht nur Terrorstaaten, nicht nur, sondern auch alle westlichen Demokratien, die uns sozusagen an Rechtsstaatlichkeit ebenbürtig sind. Worum es geht, wir haben keine Strafbarkeit der Bestechung von Abgeordneten. Erstaunlicherweise hat sich der Deutsche Bundestag dazu durchgerungen, in Deutschland zu bestrafen,
wenn in Deutschland ausländische Abgeordnete bestochen werden. Aber wenn die eigenen bestochen werden, das soll nicht unter Strafe gestellt werden. Nein, das ist nicht wahr. Der Paragraph 108e StGB bestraft ausschließlich den Stimmenkauf, bestraft ausschließlich und einzig und alleine die Abstimmungshandlung. Das ist unser Fall. Wenn Sie also erlauben Sie, dass ich das Beispiel an Ihnen mache. Das ist jetzt nicht ehrenrührig. Wenn Sie also sagen, wenn mir jemand 1.000 Euro gibt oder 100.000, dann stimme ich für das eine oder andere, dann ist das in Deutschland strafbar. Wenn aber jemand zu Ihnen kommt und Ihnen sagt, Herr Krings, Sie haben viel Einfluss in der Bundesregierung, machen Sie sich bitte stark als Parlamentarier für mein Anliegen. Sie antworten ihm darauf, das mache ich gerne. Wenn dafür ein Studienplatz für meine Tochter herauskommt, dann ist das in Deutschland ein Vorgang, der nicht strafbar ist. Aber die UNO-Konvention, die wir für richtig halten, erfordert die Bestrafung eines solchen Sachverhalts. Und das hat nichts mit dem Einsatz für Arbeitsplätze in Recklinghausen zu tun. Das ist eine Nebelkerze, die Sie werfen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es gibt ein ganz konkretes Beispiel. Da hatte der Lobbyist der Preußag, Herr Zumfort, übrigens früher auch mal MdB, im Fernsehen zur besten Sendezeit ausgesagt, dass man die Abgeordneten jetzt nicht mehr so besteche wie früher, mit Umschlägen unter dem Tisch, nicht mehr. Daraufhin gab es Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Berlin, weil das ja nun ein Vorgang war, der offensichtlich in Berlin gelaufen war. Wenn man Bundestagsabgeordnete mit Umschlägen unter dem Tisch beschenkt, dann kann das ja nur in Berlin gewesen sein. Diese Strafanzeigen sind nicht verfolgt worden. Grund ist der, dass Herr Zumfort ja nicht gesagt hat, wem er das Geld unterm Tisch gegeben hat. Das ist jetzt kein Scherz, sondern es ist tatsächlich so gelaufen. Und wenn man jetzt noch weiß, dass natürlich nicht nur Geld in Umschlägen unterm Tisch verteilt wird, sondern dass es auch in der Schweiz durchaus Clearingstellen gibt von bestimmten Firmen, wo also Millionenbeträge verteilt werden, dann wahrscheinlich auch direkt auf Schweizer Konten, dann kann man sich ungefähr eine Vorstellung machen, was hier abläuft, auch im Politbetrieb, um bestimmte Dinge gängig zu machen oder auch nicht. Und insofern wäre es vielleicht mal ganz interessant, Herr Mutter, ich habe gelesen, dass Sie ja auch dort sich positiv geäußert haben, wenn es zu einem Rechtshilfeabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland käme, dergestalt, dass die Schweiz die Konten von deutschen Politikern und Richtern offenlegt, die dort ihre Gelder deponiert haben. Das wäre zum Beispiel mal eine Sache, ohne dass man dafür Geld bezahlt. Das halte ich nämlich auch für Hehler-Tätigkeit. Aber wenn so etwas möglich wäre zwischen den Staaten, dass also tatsächlich derartige Schmiergeldzahlungen, Schwarzgeldzahlungen aufgedeckt würden dadurch, dass die Staaten ganz offen diese Dinge handeln. Ich würde gerne auch noch mal auf die Abgeordnetenbestechung zurückkommen. Auf das Argument am Montag auch eingehen. Erstmal 1999, seitdem gibt es diese Konvention, von der Sie sprachen. Sie waren damals mit den Grünen in der Regierung bis 2005. 6 Jahre hätten die Zeit gehabt, etwas umzusetzen. Es muss ja einen Grund gegeben haben, warum das nicht so einfach war. Dann waren Sie in der Opposition und dann haben Sie auf einmal einen Gesetzentwurf vorgelegt. Ist auch interessant. Und da zeigt man schon, das war aller Ehren wert. Ich finde das durchaus gut, dass Sie sich die Gedanken gemacht haben. Also das will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. War auch ein gutes Gesetz. Aber in diesem Gesetz sieht man eben, es war unbestimmt. Wenn der Staat eine Straftatbestand macht, ein Strafgesetz macht, egal ob der Politiker, der Bürger, alle betroffen sind, muss es so sein, dass ich auch weiß, ab wann ich strafbar bin. Ihr Gesetz war absolut unbestimmt. Und dass alle Versuche bis hier ein Gesetz zu machen, haben mit unbestimmten Rechtsbegriffen gearbeitet. Ich bin durchaus konstruktiv bereit, nochmal zu schauen, wie wir es denn so machen können, dass es auch verfassungsfest ist. Bisher ist es nicht gelungen. Ein Vorschlag, denn da hat sich ja jemand sehr lange auseinandergesetzt mit dem Thema Klüngelkorruption. So, was ja genau die Grenze ist, die wir hier beschreiben. Also Klüngel kann ja auch was durchaus Positives sein. Wir würden vielleicht heute Networking dazu sagen. Kann man denn genau beschreiben, wo da die Grenze ist zwischen Networking und Korruption? Das kann man in der Regel nicht genau beschreiben. Und das ist genau der bisher hilflose Versuch, eben über den Stimmenkauf das zu regeln. Aber das greift zu kurz, weil eben all diese Einflussspenden oder Einflusszahlungen dadurch nicht erfasst werden. Das ist dann allenfalls ein moralisch-ethisches Problem, vielleicht auch ein politikwissenschaftliches Problem, das aber zur Demokratieverdrossenheit, zur Politikverdrossenheit der Menschen auch beiträgt. Die eben sagen, ich kann ja sowieso nichts erreichen, weil ich diese Ressourcen nicht habe. Also beispielsweise über Geld Einfluss zu nehmen. Hätten Sie denn einen Vorschlag?
Ratschlag, wie man sowas vielleicht nicht in der perfekten Formulierung, aber wo man da eine perfekte Formulierung. Ja, das machen Sie dann nachher, Herr Krings. Da haben sich ja schon viele Politiker seit 6 Jahren darüber ausgetauscht und versucht, einen solchen Vorschlag zu finden. Es ist nicht einfach, aber man wird trotzdem sich an diesem Amtsträgerbegriff mit Abstufung, man wird ihn nicht 1:1 übersetzen können, aber mit Abstufung wird man sich an dem entlanghangeln müssen und Sonderregelungen für Politiker finden. Es gibt beispielsweise für die Amtsträger, also für die Beamten, auch das Problem der Ansehensmehrung. Das heißt, alleine wenn Sie Ihr Ansehen mehren, können Sie sich dadurch schon strafbar machen. Sie werden beispielsweise Ehrensenator einer Karnevalsgesellschaft oder beim Kaninchenzüchterverein Ehrenvorsitzender. Das ist auch schon ein Vorteil. Das kann man natürlich bei einem Politiker nicht machen. Da gebe ich Ihnen auch völlig recht, Herr Krings. Aber trotzdem muss man irgendwo in Abstufungen ein ähnliches Gesetz machen, um mehr unter Strafverdacht zumindest zu stellen, auch unter eine Strafbarkeit, als es bisher ist, weil der Nachweis heute nahezu nicht zu erbringen ist. Aber trotzdem nochmal, um auf diese Grauzone zu kommen, die muss man ja irgendwie, also wenn man das als Gesetz in ein Gesetzesform gießen will, dann muss man die ja benennen können. Herr Montag, haben Sie denn, wo Sie sich so lange schon mit dem Thema beschäftigen, haben Sie eine Idee, wie man das tatsächlich so ziehen kann, dass das dann irgendwann juristisch formuliert ein Gesetz wird? Ja, natürlich habe ich die, wir haben die auch vorgetragen. Ich gestehe ja zu, die Sache ist komplex und kompliziert. Nur gestehe ich nicht zu, dass der Deutsche Bundestag mit über 600 Abgeordneten, mit Fachverstand von Tausenden von Beamten in der Bundesregierung jetzt seit vielen Jahren nicht in der Lage sein sollte, dieses schwierige Thema in den Griff zu bekommen. Die Zahl wird nicht bessere Lösung. Das ist nicht glaubwürdig, Herr Kollege Krings. Wir haben im Bundestag schwierige und schwierigste Themen immer, wenn der politische Wille da war, auch in den Griff bekommen. Das kann ja sein, aber es ist sozusagen festzuhalten, hier fehlt es am politischen Willen. Es gibt einen Graubereich und meine Partei, meine Fraktion und ich persönlich habe da mitgeschrieben, haben deswegen den Vorschlag gemacht, diesen Graubereich nicht unter Strafe zu stellen. Genau um diese Situationen, ein Bundestagsabgeordneter macht sich in seinem Wahlkreis stark dafür, dass dort eine Fabrik, die den Bach runtergeht, auch mit staatlichen Geldern wieder hochkommt. Es geht um tausend von Arbeitsplätzen. Das gelingt ihm. Das gelingt ihm. Und die Firma schreibt dem Abgeordneten danach, sie haben sich wunderbar für uns eingesetzt, sie machen die richtige Politik, wir sponsern ihren nächsten Wahlkampf, damit sie das weitermachen können mit 5.000 Euro oder 10.000 Euro, was auch immer. Das ist eine Handlung, von der ich sage, sie soll nicht unter Strafe gestellt werden. Was wir unter Strafe gestellt wissen wollen, ist das, was die UNO-Konvention verlangt. Nämlich, dass die Firma zu mir kommt und mir sagt, du kümmerst dich nicht um mich. Ich zahle dir jetzt 10.000 Euro, dann tust du es. Und ich sage als Abgeordneter, eigentlich hätte ich es nicht gemacht. Aber wenn du mir schon 10.000 Euro gibst, dann mache ich es. Solche Sachverhalte verlangt die Konvention unter Strafe zu stellen. Wo man als Normalbürger und Wähler sagen würde, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. So ist es. Ja. Und es ist verwunderlich, warum wir immer noch keine Mehrheit im Deutschen Bundestag finden, um diese Selbstverständlichkeit unter Strafe zu stellen. Ich will ja gerade den Graubereich nicht unter Strafe stellen, damit wir keine Probleme haben. Darf ich noch mal ganz kurz, weil wir sind wirklich ganz am Ende der Sendung. Ich möchte noch mal kurz, Herrn Krings, Sie fragen, weil Sie die ganze Zeit auch so ein bisschen in Verteidigungsposition sind. War das so? Ja, es wirkte so ein bisschen so. Hat denn die Union da überhaupt ein Problembewusstsein? Oder sagen Sie, eigentlich ist doch, es gibt unangenehme Fälle, die tauchen immer wieder auf, aber eigentlich ist doch alles gut, wie es läuft. Wir haben nicht nur ein Problembewusstsein, wir haben ja nochmal, unsere Regierung damals unter Helmut Kohl hat gehandelt, Abgeordnetenbestechung hineingeschrieben. Und der Haupthandlungsform des Abgeordneten ist die Abstimmung. Sozusagen, wir stimmen ab für oder gegen ein Gesetz, für oder gegen Personalfragen. Und das ist sozusagen, das würde ich auch gar nicht kleinreden wollen, das ist da, wo der Abgeordnete als Abgeordneter handelt. Und da gibt es eben den Stimmenkauf, die Abgeordnetenbestechung als Straftatbestand. Weitere Punkte würde ich mich gar nicht für verschließen. Nur die beiden Fälle, die Herr Montag gerade genannt hat, zwischen diesen beiden Fällen, die uns auf der einen wie der anderen Seite vielleicht klar erscheinen mögen, könnte ich Ihnen mindestens 6 oder 10
Zwischenfälle noch mal erzählen, die genau dazwischen liegen, wo wir uns dann genau unterhalten müssen, fallen die noch in die Strafbarkeit rein oder nicht? Und da ist Ihr Gesetz eben leider nicht so klar, deshalb müssen wir doch eine Menge arbeiten. Zum guten Schluss war ja auch schon ein Schlusswort, noch mal eben kurz Tupu den Vierten zitieren. Der ist nämlich seinerzeit, als er noch lebte, König von Tonga gewesen. Da wachsen die Bananen, deswegen sind wir vielleicht wahrscheinlich beim Thema. Und der hat gesagt, wo immer es Leute gibt, gibt es Korruption. Wenn Sie die Korruption abschaffen wollen, müssen Sie die Leute abschaffen. In diesem Sinne, ich danke Ihnen für diese Runde. Da weiß man, wo die Bananen hängen. Wahrscheinlich. Ich danke Ihnen für die Runde und danke Ihnen fürs Zuschauen. Morgen sind wir wieder für Sie da. Auf Wiedersehen.